Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Heiße Theke. Ich bin der Dirk Freiberger und mir gegenüber sitzt wie mein Sparringspartner wie jedes Mal. Ja, ich bin's. Hi, der Erdschan. Ja, so. Schön, dass du heute immer wieder Zeit gefunden hast und dich hier eingefunden hast in meinem, bescheidenen Laden. Und ich habe doch für dich immer Zeit, das weißt du doch. Ich meine, ja. Ich muss Zeit haben, sonst kriege ich kein Geld, deswegen. Naja, so würde ich es jetzt auch nicht sagen, aber ich muss jetzt auch mal noch anmerken, aber selten solche motivierten Mitarbeiter gehabt, die auch so zielgerichtet was verfolgen. Also von daher, danke, schön, dass dir. Du da bist. Ich habe auch noch nie einen motivierten Chef gehabt, von daher. Ich suche immer noch, ich warte, bis er kommt. Ich hab dich auch lieb. Jawohl, das war wieder Steilvorlage. Aber ja, das ist halt so. Ja. Was willst du machen? Am besten, man prügelt sie jeden Tag die Mitarbeiter, dann geht es ihnen besser, weil wenn man sich zu oft streichelt, dann kommen sie nur auf dumme Gedanken. Ja, aber sie könnten sich ja auch wehren, ne? Das ist ja auch noch eine Sache. Ja, da komme ich schon zurecht damit. Es gibt genug Messer. Hatten wir das nicht mal? Du darfst mich nicht verhauen, aber ich dich schon. Dann ist das wieder okay. Keine Ahnung. Ich glaub, das hatten wir mal. Ich werde eh oft genug schlagen, spätestens vom Vater Staat. Also daher ist eigentlich alles völlig egal. Finanzamt lauert immer, ne? Das ist der absolute. Ja, ist nicht unbedingt das Finanzamt, weil zurzeit ist der Rohertrag eh sehr dünn. Nächstes Jahr kommt einfach dann zum Beispiel wieder die E.ON und schiebt mir was hinten rein. Also schön in den Stapel Rechnungen. Also von daher, passt schon. Und sonst, wie geht's dir eigentlich? Ja, mir geht's ja ganz gut. Ja. Also von daher. Mit meiner Ernährung vor allem, weißt du ja, Carnivore Rules. Also von daher, mir geht es körperlich sehr gut. Ja. Da muss noch dazu sagen, wir haben da einen Test gemacht. Das Video ist schon in Arbeit. Da erfahrt ihr mehr über, warum ist Dirk jetzt Carnivore tatsächlich? Und ist es überhaupt gut? Da kommt was. Also seid auf jeden Fall gespannt. Ja, das stimmt allerdings. Ja, ich bin jetzt immer noch gespannt. Am Montag geht es mal zur Blutabnahme. Oh. Mal schauen, was da für Tests rauskommen. Damit ich es auch mal schwarz auf weiß habe, dass es mir richtig gut geht. Ja. Ja, aber ansonsten, wir waren ja am Wochenende zusammen mit der Mannschaft weg, ne? Wir haben uns ja Dilemma angeschaut. Darüber wollten wir eigentlich heute sprechen, ne? Ja, wir wollten über England reden, das ist richtig. Aber da wäre meine erste Frage, wie war denn der erste Arbeitstag nach England für dich eigentlich? Weil es war ja schon anstrengend auch. Ja, es war schon anstrengend, das muss man ganz ehrlich sagen, aber auch sau interessant. Das Problem ist immer, wenn ich unter der Woche jetzt einfach mal einen halben Tag oder einen Tag irgendwie fehle, weil ich mir halt für irgendwie was rausnehme und Zeit nehme, dann trifft mich eigentlich immer so die Keule, wenn ich dann wieder reinkomme. Also ich habe dann meistens einen Stapel von Anfragen, die ich beantworten muss oder Fragen, die meine zwei Jungs im Büro halt haben an mich. Das ist eigentlich am Anfang immer das Anstrengendste. Meine Mädels von dem Laden, die sind zurzeit ziemlich gut aufgestellt. Die machen das eigentlich sehr ordentlich, das muss ich sagen. Also da gibt es bei zwei Tagen noch überhaupt nichts zu bemängeln oder da gibt es eigentlich kaum was, was schief läuft. Aber vor allem halt so im Background, weil ich arbeite ja eh den ganzen Tag nichts, da, wie schon gesagt, da trifft mich halt echt die Keule. Für unsere neuen Zuschauer natürlich, wie immer, wir sitzen hier mitten in der Metzgerei. Falls ihr Hintergrundgeräusche hört, sind das natürlich die Theke und andere Maschinen, die du hier hast. Ja, das sind Kühlkompressoren meistens, die ihr da hört. Also von daher so ein kleines Brrrr hinten. Aber wenn ihr natürlich immer fleißig jede Woche unseren Podcast hört, dann werden wir irgendwann vielleicht jede zweite Woche das Ganze auf Studioniveau heben können. Aber so ansonsten machen wir das dann auf jeden Fall. Ja, es ist ja auch irgendwie authentisch. Also wir machen den Metzgerei-Podcast aus einer Metzgerei. Das hat doch schon Sinn. Tatsächlich, ja. Ja, aber wie schon gesagt, die Reise war anstrengend, aber hat sich wirklich gelohnt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ja, fand ich auch. Da können wir ja jetzt drüber sprechen. Also das Erste vorweg, bei mir war ja kurz vorher noch gar nicht fest, ob ich tatsächlich mit kann. Ja, das ist, wie schon gesagt, Generation, keine Ahnung, was du bist. Kurz vor der letzten Generation, glaube ich. Da fällt man mal leicht ein bisschen um. Ne? Ja, ich war etwas unpässlich und dann hatte ich Bedenken, aber dann hat der Dirk mir den Kopf gewaschen mit einem Baseballschläger und dann bin ich dann doch mitgegangen. Das ging mir relativ gut, ja. Da war schon das erste Problem. Ne? Ich kam ja dann am Samstagmorgen bei dir an und du warst verwundert, wieso hat der Typ einen Koffer dabei? Wir haben gar keine Koffer gebucht. Und dann,
kann auch nur mein Handgepäck mitnehmen, dann habe ich halt keine Klamotten und nichts, weil so als Kameramann hast du halt viel Technik. Also ich glaube immer noch, du hattest eh die ganze Zeit das Gleiche an. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast nur die Unterhosen gewechselt. Nee, ich habe doch, ich trage immer Freiberger-Shirts, ja, weil ich das auch geil finde und ich wechsle dann zum nächsten Freiberger-Shirt. Übrigens, wir haben ja eine neue, in unserem Shop haben wir eine neue Abteilung, Merch. Da kann man ja jetzt halt auch Hoodies und T-Shirts und Schürzen und so im Freiberger Design in wirklich einer guten Qualität kaufen, weil wir hatten das ja vorher bei, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser blöde Shop, diese Online-Druckerei hieß, hatten wir ja schon einen Merch-Shop, aber da war die Qualität der Klamotten, die habe ich mir ja da selber auch bestellt, so schlecht, wirklich so schlecht. Nach 5-mal Waschen sind dann die Drucke schon verblasst, deswegen habe ich mir da jetzt was Neues gesucht, weil ich will natürlich auch bei den Merch-Sachen eine Top-Qualität haben. Ja, und da kannst du auch drüber wachsen lassen. Ne? Da gibt es schon richtig noch coole Sachen jetzt, also, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also ich warte immer noch auf meine neue Cappy. Ja, da will ich noch einen oben draufsetzen, weil da möchte ich eine so mit einem aufgesetzten Lederstier oben drauf. Ich will einfach nur eine schwarze Cappy, keine weiße. Ist ja okay, kannst du ja auch in schwarz haben. Und was du mir auch geben könntest, wäre so ein Hoodie mit einem Reißverschluss, ne? So ein Jäckchen. Mm-hmm. Du hast mir zwar ein Hoodie gegeben, aber ich mag die ja gar nicht. Das war einfach unklug von dir. Ach so, ja okay, alles klar. Und ich trage die Klamotten wirklich sehr gerne. Du kriegst ein Weihnachtsgeschenk von mir, dann kannst du einen Gutschein und dann kannst du es dir selber bestellen, weil mir ist es ehrlich gesagt immer zu blöd und zu kompliziert, die ganzen Klamottengrößen immer abzufragen. Das hasse ich ja wie die Pest. Immer dann alle zusammenzusuchen, weil, wie schon gesagt, ich finde das ja gut, wenn meine Mitarbeiter sich so identifizieren oder bist ja du auch nicht der Einzige. Ja. Aber ich finde das für mich immer das Anstrengendste, immer diese ganze, ja und welche Größe hast du jetzt und was ist jetzt da und dann alles zusammenzusuchen und dann zu bestellen und dann kommen sie und sagen, Chef, das passt nicht. Sag ich, aber hast du das jetzt probiert oder ich? Und wer hat mir die Größe aufgeschrieben? Ich habe so bestellt, wie du es mir gesagt hast. Das ist immer das Anstrengendste für mich bei Klamotten, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Das verstehe ich. Also vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, meine Größe ist Zelt, aber da bin ich auf einem guten Weg. Aber zurück zum Thema. Also wie gesagt, ich musste ja, habe eine Kurve für Klamotten gebraucht, weil Technik nimmt halt immer viel mit, aber das hast du mal wieder nicht bedacht, glaube ich. Ja, habe ich nicht. Also von daher hattest du ja Glück, dass ich trotzdem 2 Koffer gebucht habe und wir alles mitnehmen konnten. Ja, das war super. Also lief ja nicht über dich, sondern über den Werner. Das war schon wieder das erste Problem beim Check-in. Wieso lief das über den Werner? Wer erzählt sowas? Das hat doch die beim Check-in auch gesagt, um 2-mal. Ja, das lief über den Werner, weil ich habe 2 Gepäckstücke gebucht und die 2 Gepäckstücke, die waren halt, jetzt hat halt mein Reisebüro hat es halt auf mich und den Werner gebucht. Also von daher. Ja, aber dich haben sie nicht angenommen gehabt. Sowohl in Deutschland als auch in England haben sie deinen Perso dafür nicht angenommen. Stimmt doch gar nicht. Ich habe doch immer meinen Koffer aufgegeben. Ja, aber meiner ging nicht. Ja, selber schuld. Was da kann hast ich so einen verdächtigen Namen wahrscheinlich. Er heißt schon Erdschan. Ja, wirklich. Für alle, die es nicht wissen, der Werner ist aus dem Butcher Wolfpack der Manager. Das ist einer der Manager. Einer der Manager, genau. Das sollten die Leute vielleicht wissen. Vielleicht sollten wir auch allgemein erzählen, wir waren mit dem Butcher Wolfpack unterwegs und warum wir in England waren überhaupt, da ist Royal Meat dafür verantwortlich. Wirklich ziemlich geile Organisation, muss ich sagen. Aber da kommen wir gleich dazu. Wir sind noch am Flughafen. Ja gut, wir können jetzt halt erstmal sagen, warum sind wir überhaupt hingeflogen? Also es hatte für uns jetzt 2 Gründe. Ja. Also wir haben ja praktisch zum einen den Grund gehabt, Royal Meat, das ist ja praktisch so eine staatliche Organisation zur Vermarktung des Ist es staatlich, ja? Ja, das ist so halb staatlich. Ich kann es nicht genau sagen, aber das ist so halb staatlich, halb privatwirtschaftlich. Also ich glaube, das sind diese ganzen Unternehmen dabei, die praktisch Lamm produzieren und auch staatlicher Anteil ist auch mit dabei. Und das ist praktisch so eine Art Vermarktungsgesellschaft oder irgendwie sowas in der Richtung. Und die sind ja zum einen, die sind nicht nur zum einen, sondern die sind unser Sponsor des Butcher Wolfpack. Also ich trainiere ja schon seit 2017 im Prinzip mit Royal Lämmern für die WBC, für die World Butcher Challenge. Und bevor du es weiter erzählst, weil ich jetzt nicht weiß, das ist jetzt hier wieder so eine externe Firma, falls wir irgendwie Werbung einblenden müssen oder irgendwie das sagen sollten, dann denkt euch jetzt einfach über den ganzen Podcast Werbung, schreibt es am besten mit dann vergesst ihr es gar nicht mehr, ja? Dann sind wir safe, okay?
Es ist Werbung hier. Alles klar? Super. Alles klar, ja genau, wir machen Werbung. Also, und also ich zerlege schon seit 5 Jahren Dilemma und die haben mir immer sehr gut gefallen. Ich habe, zwischendurch ja eigentlich immer die deutschen Lämmer hier gehabt. Allerdings muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, die haben zum Schluss einfach so abgebaut, also von der Konsistenz und auch von der, auch Zartheit meiner Meinung nach, dass es einfach nicht mehr das Richtige war. Und durch Zufall habe ich eben dann mit dem Tim mich halt auch im Rahmen der Sponsorengespräche mehr ausgetauscht und habe gesagt, ey Tim, was ist denn jetzt eigentlich los? Ihr habt so tolles Lammfleisch, aber ihr bringt es nicht auf die Kette, dass ihr mich dauerhaft beliefern könnt. Und dann hat er jemanden kennengelernt, der hier bei mir aus der Region kommt. Den habe ich eigentlich auch schon gekannt, aber ich wusste gar nicht, dass der Lammfleisch ausliefert. Und der bekommt jede Woche von denen 2x Lamm und ja, ist einer ein riesiger Abnehmer eigentlich von denen hier in dem Raum Franken. Und ja, hammermäßig. Jetzt bin ich seit einem Dreivierteljahr halt komplett umgestiegen auf britisches Lamm. Ja. Und wie es halt so ist halt beim Freiberger, der will halt auch wissen, wo es herkommt. Ne? Und immer. Da haben wir haben es eigentlich, lustig zu der Story ist ja, eigentlich war das ja schon für Mai geplant. Also für Mai? Ach, das stimmt, war ja schon für Mai geplant, ja, diese Reise. Mich, ja. Aber da ist ja was dazwischen gekommen. Ja, da ist ja dann einfach die Queen gestorben letztes Jahr. Und genau an dem Wochenende, wo wir wollten, war an dem Montag Feiertag, weil der Prinz Charles gekrönt wurde. Mhm. Auch so lustig. Also wir haben genau unser Wochenende halt schon, sage ich jetzt einmal, ein halbes Jahr vorher geplant. Alle haben das Wochenende komplett geblockt. Und dann stirbt die Queen und die Krönung wird halt genau auf dieses Wochenende gelegt. Und da wir am Montag ja auch auf dem Schlachthof waren, wäre da natürlich der Schlachthof geschlossen gewesen, weil da war natürlich die Krönung, da wäre natürlich gar nichts gegangen. Ich meine, lustig ist es natürlich nicht, also weil, und trotzdem unser Beileid dafür, dass sie gestorben ist, natürlich, also, aber ich weiß, so was du sagen. So war das nicht gemeint, du weißt, was ich meine, aber ich weiß, was du meinst. Sie war ja auch schon in einem sehr wir müssen das nicht weiter thematisieren. Alter, also von daher. Ich meine, ich weiß, für unsere Zwecke war das natürlich blöd gelaufen, aber wir verstehen natürlich, dass es halt nicht geklappt hat. Da hast du recht. Das ist genau. Ja, genau. Aber wir sind jetzt wieder am Flughafen, nachdem wir mussten erstmal noch 2 Stunden nach München fahren. Du bist nicht gefahren, deswegen waren es tatsächlich 2 Stunden. Ja. Wieso fahre ich immer so schnell? Nee. Ja, du holst schon mal was raus, ne? Ja, ein bisschen. Ja, also ich würde dir zutrauen, dass du hier in München, Berlin eine Stunde, das schaffst du. Ja, natürlich, aber nur mit dem Helikopter. Ja, da war schon mal das erste Problem, dass wir nicht ins Parkhaus gekommen sind. Ne? Ja gut, das war jetzt nicht so schlimm. Irgendwie wollte der halt den Strichcode nicht lesen. Aber, ja, aber es war der ein nette Problem. Mann am anderen Ende der Sprechanlage, der hat uns ja da reingelassen. Also von daher ging das ja. Ja, das immerhin, ja. Ja, und dann haben wir auch gleich das Terminal gefunden, nachdem du dann die dritte Raucherpause dann irgendwie auf dem Weg dann nach dem Auto eingeschlagen hast oder so. Ja. Ja. Ich bin immer sehr aufgeregt auf Reisen. Du warst ja voll das Nervenbündel, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Also, ja, Reisen ist nicht so mein Ding. Ja, das habe ich schon gemerkt. Also spätestens nach der ersten Schachtel Zigaretten habe ich mir gedacht, irgendwie, das ist glaube ich nicht so was für ein Erdschein, was er dauernd machen muss. Der hat jetzt schon Angst vor der WBC 25 in Paris. Da hat er jetzt schon die Hosen gestrichen, voll, dass er 10 Tage wobei er noch gar nicht sicher ist, ob ich dabei bin, Dirk. Das willst du ja wissen? Stimmt, da wissen wir alle nicht, ob wir noch leben. Vielleicht ist ja auch die Welt untergegangen, weil die Klimakleber alles vorausgesagt haben. Ja, aber vielleicht entscheide ich mich auch mal dagegen und sage, Reisen ist wirklich nichts für mich. Mal schauen, Dirk. Wir wissen es. Aber du verpasst ja viel. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Sei mal ganz ehrlich, hat sich schon gelohnt, damit zu kommen. Ja, es hat sich schon gelohnt, mitzukommen. Ja, denke ich auch. Also das wird ja auch vom Erdschan dann noch alles, oder von uns beiden, wir haben ja videografisch auch ziemlich viel gemacht. Der Erdschan hat jetzt wieder, keine Ahnung, wie viel Gigabyte haben wir? Es sind 100 Gigabyte Material. Also 100 Gigabyte Rohmaterial haben wir. Also da wird euch einiges nicht erspart bleiben, dass ihr da auch nochmal visuell darauf eingehen müsst. Deswegen dauert es auch ein bisschen. Genau. Also wir haben uns mit einem Teil der Mannschaft auf jeden Fall dann in München getroffen am Flughafen. Genau. Der Hinflug war eigentlich relativ pünktlich. Der, glaube ich, hatte nur Der hat auch eine halbe Stunde schon Verspätung gehabt. Auch schon eine halbe Stunde Verspätung, ja. Keine Ahnung, die haben zurzeit anscheinend wegen Probleme. Und es war so eng im Flieger, das war Ja gut, aber wir sind ja auch Holzklasse geflogen, das war halt Sardinenbüchse, das ist aber ganz normal. Ich hatte ja noch wegen Glück, dass der auf dem Hinflug, dass der Werner ist sehr stark. Also ich saß in der gleichen Reihe wie er, wir hatten ja noch Glück, da waren ja noch, ich glaube, 2 oder 3 Plätze waren im ganzen Flieger frei. Das war wirklich auch komplett ausgebucht. Also da war fast nichts mehr da. Das waren, glaube ich, nur noch ein paar so
Stewardessen-Plätze, wie sie auf dem Rückflug dann auch besetzt haben, wo sie dann einfach noch ein paar Mitarbeiter reinsetzen, aber der Flieger war eigentlich proppenvoll, also da haben sie teilweise noch den Leuten auch noch das Handgepäck abgenommen, bevor sie in die Kabine rein sind, damit es nicht zu voll wird oben. Ich musste es ja auch verstauen, also Martin und ich haben uns das Handgepäck ja auch auf den Schoß gelegt, weil ich meins nicht mehr reinbekommen habe einfach. Ja. Es war alles komplett überfüllt, dicht, das war, also war schon brutal. Es war echt brutal. Ja, aber wie schon gesagt, der Flug war gut, wir sind gut gelandet. Dann sind wir ja in London angekommen. Was war da los? Keine Ahnung. Das ist auch so geil. Sollten wir uns ein Uber-Taxi holen? Naja, warte, bevor wir in den Flieger überhaupt rein sind, fällt mir noch ein. So wie bei jeder Flugreise, die ich bisher mit dir gemacht habe, werde ich immer rausgezogen, weil ich Kameraequipment dabei habe. Und dann muss ich das volle Programm durchziehen mit Schuhe aus und bla bla bla. Was hast du da in der Tasche? Bist du sicher, dass es von der Kamera kommt? Das, weißt du, wir können das eigentlich mal probieren. Wenn wir das nächste Mal fliegen, nehme ich das Kameraequipment. Ob das wirklich vom Kameraequipment kommt oder vielleicht auch von deinem Aussehen her. Weißt du, wenn du so also kommst wie so ein Rauschebart. Und, also mir haben sie wie immer gesagt, so ja, das Ding hat ausgeschlagen wegen des Metalls. Schau mal, müssen wir die Taschen aufmachen und dann muss ich denen erklären, ja, das ist halt für die Kamera, ich bin halt der Kameramann, bla bla, da muss ich immer sagen, was ich da eigentlich will und das ist jedes Mal das Gleiche gewesen, jedes Mal. Ja, okay, also vielleicht hast du ja wirklich verdächtiges Equipment dabei und ja, so. Ja, es ist halt Metall, es sind halt so Metallstücke, die sind halt ein bisschen größer, das ist ganz normal und da schlagen die halt Alarm, ne? Naja, gut, also wie schon gesagt, Alarm, sag ich dann nur. Ja, das ist halt einfach so. Aber wobei, auf dem Rückweg haben sie mich auch in der Sicherheitskontrolle ziemlich gefilzt. Ich weiß gar nicht, was da war. Bevor wir zum Rückflug kommen, wir machen es chronologisch vielleicht. Ne? Das ja, genau, könnte vielleicht sein. Genau, das wollte ich jetzt auch dazu sagen, weil wie immer werde ich rausgezogen. Dann müssen immer alle auf mich warten. So, ach, der. Ja, aber Rückflug war es ja eigentlich nicht so. Ja, genau, da hatte ich mal Glück, aber dazu später mehr. Da wurde jemand anders rausgezogen. Ja, dann waren wir da und wie schon gesagt, haben wir uns getroffen, in den Flieger reingekommen und dann rüber nach London Heathrow. Genau. Da wollten wir dann irgendwie ein Uber-Taxi nehmen und da bist du dann irgendwie entweder mit dem Aufzug in die erste oder in die fünfte Etage gekommen. Ja, ganz komisch. Ganz komisch gemacht, auch mit der Rolltreppe, erste oder fünfte Etage. Ja. Und wir haben in die vierte Etage geholt. Da habe ich mal gedacht, naja, da hinten ist jetzt ein Treppenhaus, da gehen wir einfach mal rein. Und dann sind wir mit diesem Ding in die vierte Etage gekommen zu den Uber-Taxis. Sind dann ungefähr dreiviertel Stunde über Land gefahren. Mm. Und dann würde ich sagen, war das eher fast so ein ehemaliger, keine Ahnung, Landsitz von irgend so einem Lord oder irgend sowas. Das kann sein, als Hotel da waren. Aber das Interessante war, bei dem Hotel, wo wir dann angekommen sind, das war ja völlig zusammengemixte Architektur, ne? Also ja, das haben die halt, von jeder Seite sah das anders aus. Das ja, die ganz, haben das halt so zusammengeschustert irgendwie, ja, keine Ahnung, war voll strange. Hat mich so ein bisschen an Hogwarts erinnert, weißt du, du es weißt, aber bei Harry Potter, das Hogwarts-Schloss ist auch aus verschiedenen Schlössern zusammengemixt. Ich dachte, wir machen das die Briten einfach so, mixen einfach alles irgendwie zusammen, das ist echt ganz cool. Ja, gut, ich fand jetzt die Dachkonstruktionen teilweise schon ein bisschen wunderlich, was sie da gemacht haben, aber da ging es wahrscheinlich eher darum, irgendwelche Baugenehmigungsvorschriften zu umgehen oder sonstiges oder einfach da irgendwas dran zu setzen und sagen, ja, das war da schon immer so nach dem Motto. Also ja war ein ziemlich altes Hotel, war aber ganz cool. Ich fand das ehrlich gesagt ziemlich super. Also das war ja ländlich, aber doch irgendwie modern, weil es hat eigentlich innen bei die Zimmer sahen viel moderner aus. Irgendwie. Ja, aber ganz ehrlich, du hast das Eichhörnchen furzen hören vom Nachbar im Nachbarzimmer. Also das muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen. Ja, gut. Ja, also es war schon sehr hellhörig. Also wenn du da empfindlich bist, dann hast du kein Ohr zugemacht da in der Nacht. Ja, also da hat ja alles gequietscht, jeder Schritt auf dem Boden, das war ja so, also das war schon ziemlich krass. Ich meine, komische Wasserhähne, keine Ahnung, die haben ja auch keine Mischwasserhähne, die haben ja entweder, kannst du den Wasserhahn mit links mit heiß oder rechts mit kalt, da denke ich mir auch, für einen Arsch, was ja, ich war, denn das jetzt sein? Ich war ja, ich meine, ich weiß ja, dass die in England sowieso alles ein bisschen andersrum machen, ne? Die fahren auf der linken Seite, dann gehen die Schlösser auch noch nach links irgendwie. Wobei und, das und dann, fand ich dann, ja krasser als Karussellfahren. Ja, aber lass mich doch mal ausreden erstmal, ja? Also die gehen auch falsch rum zu die Schlösser, ne? Und wenn du die Klospülung betätigst, ne? Dann ist der Strudel auch in der anderen Richtung. Es ist, da habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Das Lustige war, ich putze mir gerne am Abend immer. Ist mir noch nie passiert. Auf jeden Fall putze ich mir, wenn ich abends in der Dusche stehe, immer noch gern die Zähne. Lass das heiße Wasser über mich laufen und putze mir die Zähne dabei. Mhm. Und dann nehme ich immer meine Zahnbürste und schmeiße über die Duschkabine
ins Waschbecken rein. Also ich habe das Waschbecken getroffen, allerdings ist Wieso das Wieso machst du das? Ja, weil ich halt nicht will, dass Wasser rausgeht, wenn ich die Duschtür aufmache. Auf jeden Fall habe ich das Waschbecken getroffen, allerdings ist die Zahnbürste nicht so nicht verweilt im Waschbecken, sondern ist weiter in die Kloschüssel reingekommen. Ich war froh, dass ich runtergespült habe, ey, ich sag's dir. Da hab ich keine Zahnbürste mehr gehabt. So ein Mist, ey. So ein Mist. Aber wie schon gesagt, das passiert alles nur einmal im Leben, glaube ich. Das nächste Mal muss ich halt einfach mal den Klodeckel runter machen. Ja, das ist clever, ja. Also, ja, ich weiß nicht, war es bei dir im Zimmer auch so, dass das Klo ja wirklich direkt an der Dusche war. Und die hatten nur so einen Duschvorhang. Nee, bei mir war es direkt an der Tür. Also ich bin zur Tür reingekommen und dann bin ich eigentlich drüber gestolpert über die Toilette. Ich konnte gar nicht richtig zum Waschbecken gehen. Ich musste mich so leicht an der Kloschüssel so leicht vorbeischlängeln. So nach dem Motto. Ja, das war dann war das Waschbecken zwischen der Kabine und ich hatte keinen Vorhang. Ich hatte eine feste Das ist besser, weil ich habe den Vorhang zugezogen und dadurch, dass das Klo direkt daneben war und der Duschvorhang nicht funktioniert hat, war alles komplett überschwemmt. Hast du schon mal jemals einen Duschvorhang benutzt? Ja. Weißt du, wie der funktioniert? Ja. Den muss man nach innen hängen, ne? Ja. Weißt du das hat überhaupt? Hat trotzdem nicht geklappt. Ja, ich habe das erste Mal meinen Duschvorhang benutzt, aber habe ich nicht gewusst, dass man den nach innen hängen muss. Ja, doch, klar, weil der wird ja unten dann feucht und dann hält der besser. Der wird feucht, da läuft richtig die Suppe runter. Ja, aber dann hält es ja besser fest, das ist mir schon bewusst, aber es hat nicht funktioniert. Ach so, der war zu kurz oder was? Nee, ich glaube, der war einfach undicht. Das komplette Klo war überschwemmt. Ja, wenn du da die ganze Zeit rumspritzt, da kann man auch nichts machen, dann ist es halt einfach so. Aber wir hatten ja gar nicht so viel Zeit, ne? Wir waren ja kaum im Hotel, das muss man ganz ehrlich sagen, wir waren ja nur zum Schlafen da. Also wir waren ja... Als wir angekommen sind, hieß es so, jo, auspacken, einfach alles reinschmeißen und direkt weiter müssen wir, ne? Wir haben ja an dem Abend dann noch ein richtig geiles Treffen gehabt mit dem Teamkapitän der britischen Nationalmannschaft. Mhm. Grüße an dich, Simon Taylor. Das war wirklich schön organisiert, der Abend. Schön mit Barbecue. Also Royal Meat hat da richtig rausgeballert, ey, muss man sagen. Ja, wir haben ja... Also, Tim, ganz ehrlich, echt saugeil. Ja, also wie schon gesagt, an der Stelle auch nochmal danke, Tim. Also dafür, dass du da dich so für uns eingesetzt hast und das so toll organisiert hast. An dem Abend war auf jeden Fall so ein kleines Barbecue-Festival. Das ist keine Ahnung, das war nicht so groß, es waren vielleicht 100, 150 Mann, die da waren. Ja, Besondere war ja, das war ja in der Brauerei auch noch. Ne? Ja, genau, in der Brauerei neben der neuen Metzgerei vom Simon Taylor. Ja. Und er hat da praktisch ein kleines Zelt aufgestellt, da waren ein paar Tische drinnen und dann hat er zwei Hackstücke rausgezogen und wir haben praktisch so einen kleinen Spaß-Contest, kann man sagen. Das war jetzt nicht wirklich, dass man sagt, das ging da wirklich um Gewinnen, sondern genauso, wie ich mir auch sowas auch vorstelle, wenn man so einen Freundschaftsbesuch hat, wo man einfach so ein bisschen Gaudi miteinander macht, wo man Spaß miteinander hat und wo man einfach zeigt, was man kann. Ja, das ist, glaube ich, so das Wichtigste, wo man einfach Erfahrungen austauscht, wo man einfach so ein Miteinander feiert, ja, und darum ging es eigentlich. Ihr habt ja schon auf Speed ausgebeint, das muss man ja schon sagen, ne? Ja, das haben wir schon gemacht. Also, wir hatten ja aber da zum Beispiel auch ganz andere Voraussetzungen. Ja. Ich meine, ich habe die Haxe einfach rausgeschnitten und er hatte ja praktisch den Schlossknochen schon komplett entfernt, weil er den praktisch bei der Grobzerlegung schon mit weggeschnitten hatte. Ja. Also mir fiel auch auf, dass eure Tische irgendwie unterschiedlich aussahen. Irgendwie. Ja, wir haben auch das Lamm komplett anders zerlegt. Also später kommen wir ja dann noch zum Schlachthof. Da war ja auch die Zerlegebänder und da war ja praktisch die Zerlegung, wir da gemacht haben, die war ja genauso wie im Simon seine. Aber meine Zerlegung, die ich im Laden mache, ist ja komplett anders. Also die Schnittführungen sind ja komplett unterschiedlich zu denen, also von den Briten oder vom Commonwealth praktisch zu uns jetzt hier. Wobei ich jetzt auch nicht das original deutsche Schnittführungsmuster verwende, sondern auch so eine Mischung aus deutsch-französischem Schnittmuster und auch so ein bisschen meinen eigenen Stil dann auch noch verfolge. Ja. Ne? Also von daher hat es schon alles ein wenig unterschiedlich ausgeschaut, wobei man konnte sich da schon am anderen auch schon wieder ein bisschen was abschauen und das haben wir uns auch gemacht, was auch ziemlich geil war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich meine, im Voting warst du leider nicht erfolgreich. Als gewotet wurde, wer von euch besser war, da muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, dass Grüße an meine Mannschaft. Ich hatte nur zwei Stimmen, obwohl meine Mannschaft mit ungefähr 8 bis 10 Mann vertreten war. Manche sagen jetzt auch, es waren vielleicht 4 Stimmen, aber selbst sind 4 weniger als 10.
Also von daher, herzliche Grüße an euch. Ich musste filmen, also, aber mein, ich glaube, rot warst du, ne? Immerhin, ja, meine Kamera läuft ja rot, gewesen, immerhin, ja, genau. Wenn es aufnimmt, vielleicht zählt. Ja, besser als grün auf jeden Fall, ne? Also grün hätte ich ja gar nicht gewollt, hätte ich gesagt, lass die Karten einfach fallen, wenn ich grün bin, weil das kann ich im Moment, verkraftig einfach nicht. Aber, ja gut. Ich meine, jetzt müssen wir vielleicht noch ein wenig ausholen. Also, das war ja eigentlich nur ein Teil des Wettbewerbs. Den Wettbewerb hat ja Simon ganz cool aufgebaut. Es war ja so, dass er gesagt hat, okay, als erstes machen wir so eine Art Schaumwein-Tasting. Also, wir haben einen eigenen Schaumwein und da muss man dann rausschmecken, welcher besser schmeckt und welcher der eigene ist. Ich trinke ja zurzeit nur Wasser im Prinzip, ja. Genau. Oder nichts, wo pflanzliches dabei ist, Entschuldigung, nichts pflanzliches. Und da fällt natürlich dann der Schaumwein durch die Herkunft der Traube raus. Für mich bleibt nur Wasser. Also habe ich mir Unterstützung in Anführungszeichen geholt vom Werner. Ja, Werner, bester Mann, falls du es hörst, ne, hast gut gemacht. Ja, hat er aber zweimal verkackt. Also nee, das eine Mal hat er richtig gemacht. Nee, der hat zweimal verkackt. Nein. Doch. Das Bierding hat er richtig gemacht, das Biertasting. Echt? Ganz sicher, ja. Das Schaumwein, das hat er verkackt, ja. Also das Schaumwein hat er verkackt, wobei man mal sagen muss, er fand jetzt den anderen Schaumwein besser. Der andere Schaumwein war aber schon mal alleine schon deswegen besser, weil er kalt war. Unserer war noch brunswarm aus dem Koffer raus praktisch, ne? Also das muss man ganz ehrlich so sagen. Und der andere Schaumwein, der war halt schon gut gekühlt und da hat er halt dann gesagt, ist der bessere und der ist der, das ist bestimmt unserer. Der bessere ist natürlich, das ist natürlich der Deutsche. Also der war natürlich überzeugt von uns. Er hätte auch ein bisschen logisch denken können. Sein Spruch halt hinterher, weißt du, hast gewusst, welcher der ist? Warum sagst du das mir nicht? Und warum bringst du so einen, keine Ahnung, was hat er gesagt? So einen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, weil du bringst so einen billigen Fusel mit, so nach dem Motto. Ja, also das war dann auch wieder so, ich gesagt habe, naja, also gut. Wenn das jetzt dann so ist. Ja, aber warte mal ganz kurz. Wenn der Werner hätte doch wissen müssen, dass unserer der Warme ist. Ich glaube nicht, dass er sich darüber Gedanken gemacht hat, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich glaube, der hat einfach nur genippt und gesagt, das ist keine Ahnung, was das für Limonade ist. Weil der Werner war ja, ich habe eigentlich große Hoffnung auf den Werner gehabt, aber weil er ist ja eigentlich unser Champonier-Experte. Also von daher hätte er das eigentlich komplett drauf haben müssen. Hinterher war es ja dann auch so, also wir hatten ja praktisch dann erstmal so eine freundschaftliche Grobzerlegung, wo man einfach unterschiedliche Schnittführungen anschaut. Ja. Danach kann man praktisch ja dann, haben wir ja praktisch ein Leg of Lamb praktisch auf Zeit zerlegt, also auf Speed zerlegt. Mit Veredeln natürlich, ne? Ja, genau, mit Veredeln. Also Veredeln heißt, die Produkte thekenfertig machen. Also nein, das war noch nicht. Nein, wir hatten erst das Leg of Lamb, also ein Lammschlägel, praktisch auf Zeit ausbeinen. Ich glaube, da waren es 35 Sekunden oder was ich gebraucht habe. Ja, kann der sein. Simon war aber da unwesentlich langsamer als ich. Also der war, keine Ahnung, 38 Sekunden oder so. Das war der zweite Teil vom Wettbewerb praktisch. Also erst Schaumwein, dann Leg of Lamb und dann kam dieses Spießeziehen, dieses Skewer rausnehmen und wer den Schwarzen hatte, der konnte sich dann aussuchen, ob er Karree macht oder ob er das Lendenstück bearbeitet. Ja. Der Simon hat das gewonnen und hat sich praktisch für das Lendenstück entschieden. Und da hatten wir dann eine halbe Stunde Zeit, praktisch aus dem Teilstück was draus zu machen. Ja, genau, stimmt, ja. Und ja, auch was ganz unterschiedlich, weil er hatte ja die Lende und ich hatte ja das Karree dann. Genau. Ja, aber könnt ihr euch ja dann im Video anschauen. Da werdet ihr ja sehen, was für einen Tisch wir dann einfach da hatten und was wir dann da rausgeholt haben. Ich glaube, ich war ganz gut dabei. Ja, du warst, also jetzt rein objektiv betrachtet, warst du eigentlich in allem schneller. Ja, gut. Es kommt nicht immer darauf an, dass man schneller ist, aber ich glaube, ich war schon ganz gut dabei. Ich habe schon ganz schön viel produziert und gemacht. Ich kann jetzt nur sagen, ich habe alles im Blick gehabt und du warst eigentlich immer schneller als der Simon auf jeden Fall. Ja. Das ist das, was ich jetzt hier sagen kann. Es geht ja jetzt grundsätzlich nicht um schnell, sondern es geht ja darum, auch was das Ergebnis ist. Und seine Sachen haben mir gut gefallen. Ja, ja. Und danach haben wir das Ganze dann zubereitet. Genau. Wobei ich jetzt sagen muss, auch wieder Kompliment an Tim. Ich weiß nicht, ob er dann noch schönere Lämmer, als ich sonst noch habe, rausgesucht hat, aber die waren schon ziemlich geil. Das war saulecker. Also das war super. Wir haben ja die Keule dann gegrillt und auch noch die Stücken vom Lenden und das andere. Das habe ich ja alles dann auf den Grill geschmissen, auf einen richtig schönen Monolith-Grill. Ja. Das war wirklich, das war bombastisch. Ne? Also auch, ich habe ja ein paar Tage vorher erst erfahren, dass hier so dieser Wettbewerb stattfindet. Ne? Also ich hatte jetzt nicht groß die Vorbereitung dafür.
Ich habe ja dann von unserem anderen Sponsor noch Raps noch ein bisschen was besorgt, wo ich mir gedacht habe, naja, das können wir machen, da war irgendwas dabei, so eine schöne Kruste noch dabei, noch mit drauf gemacht und so. Da waren sie ja auch alle voll geflasht, wie geil das geschmeckt hat. Ja. Also das ist ja praktisch so eine Convenience-Kruste, wo man richtig schönen Crunch oben drauf bekommt mit so ein bisschen Kräutergeschmack und so. Also haben sie weggefressen vom Brett. Also wirklich, wo ich sage, unglaublich, die haben ja da praktisch das ganze Lamm gegrillt. Ja. War alles weg. Also das haben aber nicht, dass du sagst, dass da waren 150 Mann jetzt da, sondern das hat vielleicht gerade für 20 Mann gereicht. Die haben da alles weggesnackt sozusagen vom Brett. Ja. Also sind doch trotzdem sehr gut angekommen, die Sachen. Also das auf jeden Fall. Ich habe mich auch mit ein paar Leuten unterhalten und so und die fanden das alle richtig stark. Und ich muss jetzt auch mal was dazu sagen. Also ich mochte ja Lamm vorher nicht, bevor ich jetzt das Lamm von Royal Meat tatsächlich gesnackt habe bei dir. Und ich kann nur sagen, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr Lamm vorher nicht mochtet, euch nicht dran getraut habt, nehmt das mal von Royal Meat, was wir hier verkaufen. Das schmeckt richtig geil. Also ich habe das da dann auch nochmal vom Dirk gegrillt gekriegt und auch probiert. Das kann mit jedem Rind mithalten. Das muss man einfach mal sagen. Das ist einfach wirklich, wirklich gut. Ihr müsst nur richtig zubereiten und dafür gibt es ja zum Glück unsere Videos. Ja, und warum, haben wir ja dann auch später am Schlachthof auch gesehen, aber da kommen wir ja dann nachher dazu. Genau, genau. Also gibt es ja so ein paar Qualitätskriterien, die jetzt auch dann wirklich zu dem machen, was es ist. Es beginnt natürlich schon vor dem Schlachthof, aber auch auf dem Schlachthof gibt es da viele wichtige Punkte, die da wirklich auch mit reinfließen, die dann auch zu diesem besonderen Geschmack und der Zartheit vor allem von diesem Fleisch beitragen. Ja, also von meiner Seite aus, wenn Royal Meat einen bekehren konnte, der vorher Lamm nicht so geil fand, dann muss es gut sein. Das kann ich auf jeden Fall so sagen. Ja, also wie schon gesagt, an dem Abend gab es ja dann noch als letzten Teil dann noch dieses Biertasting. Genau. Ich musste ja dann noch ein Schanzenbräu, habe ich ja mitgebracht, dann auch noch. Ja. Also das Freibier war es? Was Freibier? Ich glaube helles. Ich habe helles Schanzenbräu dabei. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gesehen, was du mitgebracht hast. Nee, war ein helles Schanzenbräu und der Werner musste da auch versuchen. Und du sagst, er hat da gewonnen. Aber wie schon gesagt. Naja, er hat nicht wirklich gewonnen, weil. Es war unentschieden, glaube ich, zum Schluss. Weil Simon und Werner haben halt beide festgestellt, was aus England kommt und was aus Deutschland kommt. Das war beiden relativ schnell klar anscheinend. Ja, und da war auch, glaube ich, ganz klar, dass der Werner praktisch den Wettbewerb verloren hat, weil er das Champonieren verkackt hat, sozusagen. Genau. Ja. Und deswegen habe ich natürlich dann wieder abgelost und weil ich so viel Rückhalt von meiner Mannschaft auch hatte, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja. Also von daher hat es schon gepasst. Wir hatten dann auf jeden Fall noch einen richtig schönen Abend, muss man ganz ehrlich sagen. Das ging auch ziemlich lang. Durch die Zeitverschiebung waren wir, glaube ich, fast, in unserer Zeit war das fast bis um eins, glaube ich, wo wir dort waren. Ja, wir waren schon lange unterwegs, ja. Also wir waren schon noch lang da. Ich bin ja auch ein bisschen rumgelaufen, habe so ein bisschen was gefilmt, was ich halt konnte bei der Nacht noch. Da ist mir aufgefallen, dass England ist schon so ein Hundeland, ne? Also der Pub war voller Hunde tatsächlich. Ganz viele Hundebesitzer da, das ist schon krass. Okay. Und was mir aufgefallen ist, in England wird anscheinend nicht so viel geraucht, eher gewaped. Weil es gab fast nirgendwo Aschenbecher. Was ist das? Dieses Vapen. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Mhm, okay. Weil da habe ich ganz viele gesehen, die das machen, aber geraucht wurde da nicht viel. Weil es gab halt nirgendwo Aschenbecher. Also das fand ich auch ein bisschen komisch. Okay. Ja, und gut, ich bin jetzt nicht Raucher, aber du hast ja da, glaube ich, schon deine dritte Schachtel an dem Tag durchgezogen. So viel habe ich jetzt auch nicht geraucht. Ja, also keine Ahnung, bei jeder Gelegenheit. Ich hatte nur zwei Schachteln, das ist unmöglich, dass ich dann drei geraucht habe. Ja, also weiß ich nicht, bei jeder Gelegenheit, ich glaube, du bist überall, wo so ein Raucherkabuff war oder irgendwie so ein Ausgang, wo man rauchen konnte, da bist du, ja, da muss ich schnell raus, da muss ich mich schnell einnehmen. Jetzt geht's wieder besser. Ich bin während Reisen immer angespannt, aber wie gesagt, wenn ich nur zwei Schachteln hatte, konnte ich keine drei rauchen an dem Abend. Das ist unmöglich. Ja, gut. Ich weiß ja nicht, was du alles noch geschnurrt hast, also von daher. Nicht viel. Der Michi hat mir noch, glaube ich, bei der Abreise seine übrig gebliebene Schachtel noch gegeben, weil er ja Nichtraucher ist, der Michi Keller, sagt er. Ja, genau. Ja, da haben wir mehr so dabei, die eigentlich Nichtraucher sind, aber dann haben sie eine Stange Zigaretten auf dem Flughafen kommen. Grüße gehen an dich raus, Werner. Nee, also wie schon gesagt, an dem Abend war dann alles richtig cool. Ich fand es ein bisschen schade, dass nur der Simon da war und dass ihn seine Mannschaft im Stich gelassen hat, aber das ist im Moment halt auch so diese aktuelle Situation, dass Simon, der wankelt da ein bisschen. Also Great Britain ist im Moment noch in, na sag schon. Im Wandel. Ja, nicht im Wandel. Oh fuck, mir fällt gerade ein, ich habe ja heute auch noch WBC Council Meeting.
Das muss jetzt erstmal ausschalten. Wir sind jetzt mitten im Podcast. Ja, ja, aber das ist ja erst später. Also okay. Da habe ich ja heute noch irgendwas vor mir. Welcher Tag ist denn heute überhaupt? Heute ist Donnerstag, Dirk. Donnerstag. Ja, stimmt. Also für unsere Zuhörer wahrscheinlich nicht. Der wird Mittwoch sein, aber ja, ja, genau, wir nehmen jetzt heute Donnerstag auf. Ja, gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Habe ich jetzt ja. Hätte ich jetzt fast vergessen, aber gut, dass wir drüber gesprochen haben. Also, er versucht gerade jetzt die Mannschaft aufzubauen, aber das Problem ist bei ihm halt, er hat halt auch nicht so ein geiles Management wie wir. Wir haben ja vorhin schon über den Werner, über den Michi, über den Martin, über den Holger und so, über die außerhalb des Teams praktisch sind und nicht aktiv am Wettkampf teilnehmen. Ja, da haben wir vorhin jetzt vor dem Podcast drüber geredet, nur damit ihr Bescheid wisst. Also, ne, ja, das ja, jetzt meine ich vorhin im Podcast. Also da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, ja, genau, dass wir so ein Management haben und das ist eigentlich auch ein riesiger Vorteil bei uns, den eigentlich nur größere Mannschaft haben, dass sie halt so ein starkes Management im Hintergrund haben, die sich um Sponsorengelder kümmern etc. und sowas. Und vor allem auch um organisatorische Sachen, weil wenn das alles an mir hängen bleiben würde, dann könnte ich das nicht stemmen jetzt zu meinem Alltagsgeschäft, nee, das muss man ganz unmöglich. Ehrlich sagen. Und das fehlt halt im Moment dem Simon, weil da wären natürlich welche dabei, die sagen, ja klar, mache ich mit und fahre zu WBC mit, aber so nach dem Motto, ich will nichts bezahlen, ich will mich da ins gemachte Nest setzen und etc. etc. Und das ist im Simon halt einfach zu viel im Moment. Ja. Deswegen struggelt er da. Also von daher wünschen wir ihr jetzt an der Stelle auch nochmal viel Erfolg, dass du es mit deiner Mannschaft drauf bekommst, weil man muss ja auch wissen, im Zeichen des Wettbewerbs von der WBC, dass Großbritannien auch eins der ersten Länder war, die damit eingetreten sind. Also nach diesem Zwei-Nationen-Wettkampf zwischen Australien und Neuseeland ist ja als erstes Mal Großbritannien mit in den Wettkampf eingetreten, wo man dann diese Three Nation hatte. Und dann kam Frankreich und dann haben sie es ja als Weltmeisterschaft bezeichnet. Also von daher, bis es dann 2018, wo man in Belfast dann war, halt zu einer richtigen Weltmeisterschaft geworden ist, wo dann 12 Nationen teilgenommen haben und jetzt dann eben die 13 Nationen in den USA. Bei Belfast war der dann 13. Platz, ne? Nee, wir waren 7. Platz. Aber wie schon gesagt, in Belfast nervt mich immer noch ein bisschen, dass ich zum Beispiel immer noch nicht die Punktergebnisse der anderen Nationen einsehen konnte. Also das hat aber, glaube ich, im Moment noch keiner. Also das hat, glaube ich, nur der Head Judge im Moment gesehen, weil das waren wirklich so Punkte dabei. Das ärgert mich heute noch, aber wie schon gesagt, da darf man sich auch nicht kaputt machen lassen von solchen Ärgernissen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, habt ihr nicht. Ihr wartet dann Weltmeister. Oder ja, seid doch Weltmeister. Bis wenn man auf die Fresse fliegt, kann man sich halt entscheiden, bleibt man liegen oder steht man wieder auf. Das ist halt einfach immer der Punkt. Ja, ja, also deinem Gesicht hat nicht gut getan, würde ich sagen. Ja, das war aber schon immer so. Ach so. Also, ja. Ich kannte dich ja vorher nicht. Ich weiß aber nicht. Wenn ich so aussehen würde wie du, würde ich mir jetzt nicht so große Töne spucken, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich habe wenigstens einen Bart, der verdeckt den Großteil meines Gesichts. Bei mir wächst halt einfach nichts. Ich bin so sozial eingestellt, dass ich sage, hey, weißt du, ich sehe jetzt nicht so super aus, also verdecke ich halt den Großteil. Ne? Das magst du ja nicht. Das muss man finde ich super, die Einstellung. Aber dann müsste auch ein bisschen mehr von oben runter wachsen bei dir, Zipfel. Ja, deswegen habe ich eine Cappy. Ja? Ja, genau. Und hoffentlich bald eine Freiberger Cappy. Ja, hoffentlich. Ja. Und eine gescheite vor allem. Ja. Ja, also auf jeden Fall haben wir uns dann irgendwie alle ins Bett gefallen und am nächsten Tag. Naja, warte, wir waren ja noch da. Also, ja, aber das war ja eigentlich nur noch ein schöner, geselliger Abend, wo wir uns ein wenig ausgetauscht haben, gegessen haben und. Ja, und darauf will ich hinaus. Also wir hatten uns ja viel. Ich habe mich auch ein bisschen unterhalten und da ist es ja eigentlich schon krass, was für ein Kontrast die Metzger-Skills quasi zu uns sind, weil. Simon hat mir erzählt, du hast halt da keine klassische Ausbildung. Das gibt so ein paar Kurse, die du besuchen kannst. Aber prinzipiell musst du dir halt jemanden suchen, der dir das halt beibringt. Und dann kommt es halt drauf an, wie der ist. Ne? Wenn der zum Beispiel nicht gut ist, dann lernst du es auch nicht gut. Ich meine, das kann man zwar bei uns auch übertragen, aber wir haben ja tatsächlich ein Ausbildungssystem auch noch, ne? Mit Richtlinien und einem Lehrplan. Und das gibt's da halt nicht. Ja, aber das gibt's nicht nur da nicht. Also grundsätzlich. Die einzigen zwei Länder, die im Moment eine geregelte Ausbildungsordnung haben, ist Deutschland und Frankreich. Nee, Österreich auch, glaube ich. Ja, gut, die Österreicher, das ist ja. Und Schweiz bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, also ich sage euch jetzt ganz, Österreich ist jetzt nicht als eigenständiges Land. Entschuldigung, wenn ich jetzt jemand zu nahe drehe, aber das ist irgendwie so ein Anhängsel da, das ist wie so ein Appendix irgendwie, weiß ich nicht. Also, Anhängsel von Bayern. Ja, nee, so ungefähr. Also da will ich jetzt niemand zu nahe treten, aber. Ja, wie schon gesagt, wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn jetzt das so ein krasser Shitstorm wird, okay, aber ist jetzt für mich jetzt nicht so unbedingt das Entscheidende, aber
nichtsdestotrotz. Ja, wir sind ja recht ähnlich. Du kannst ja auch, du kannst, also ich glaube, der Punkt ist halt, wenn du jetzt hier Jura studierst, kannst du. Ich weiß auch nicht, ob wir ein duales Ausbildungssystem haben in Österreich. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube aber schon, aber wir sind recht ähnlich. Weil das du kannst, stimmt, ja. Also unsere Gesetze und die österreichischen Gesetze sind ja sehr, auch sehr ähnlich, deswegen kannst du zum Beispiel hier Jura studieren und dann trotzdem nochmal rübergehen, glaube ich, irgendwie sowas war das. Mhm. Ja, da habe ich jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht, aber ich sehe jetzt Österreich jetzt wirklich nicht so als Unterschied zu Deutschland, sondern wirklich eher so als Schwesternationen, die da so zusammen können, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Ja. Aber wie schon gesagt, weder in den Niederlanden, weder in Belgien, weder in USA, weder in Brasilien, auch nicht in auch nicht in Australien oder in Neuseeland gibt es wirklich so eine geregelte Ausbildungsordnung. Wie schon gesagt, da gibt es Kurse, da kannst du dich, sag ich jetzt mal, einschreiben. Das geht dann manchmal ein wenig länger, manchmal ein wenig kürzer. Aber auch in Asien gibt es sowas nicht. Ja. Deswegen ist es ja auch so ein krasser Status, wenn du hier zum Beispiel einen Metzgermeistertitel hast, mit einer Berufserfahrung und damit ins Ausland gehst, dann bist du ja da drüben voll der Crack. Also du weißt ja teilweise um 1000%, 10.000% mehr, als die meisten überhaupt annähernd jemals wissen werden da drüben, weil die dieses Wissen überhaupt noch nie, ja, weil die damit noch nie in Berührung gekommen sind. Ja. Und das ist genau das, was du ansprichst. Es gibt da zwar auch ein paar so, ja, wobei das auch viel so ist, dass es teilweise auf deutschem Wissen oder von der Wurstproduktion her auf dem Wissen noch beruht und dann dort eben über Generationen dann weitergegeben wurde. Aber da hat es halt nie jemand so in so eine duale Ausbildung gegossen wie bei uns hier. Ja. Und das sind halt dann so Punkte, wo wir halt auch wirklich viel Vorsprung haben, den wir ja zurzeit einfach verschenken, weil wir unser Handwerk aussterben lassen, was ja wieder total Katastrophe ist. Also, das ist aber ein anderes Thema, weil ja, wir sind schon bei 40 Minuten. Die Folge wird, glaube ich, eben ein bisschen länger, weil wir noch bei Tag 1 sind und dann noch nicht fertig. Weil ja, wir dann müssen wir ja halt auf zweimal aufteilen. Dann müssen wir heute halt ein wenig länger machen. Aber also wie schon gesagt, naja, ich würd, also, es ist wirklich nicht so einfach. Also vor allem auch da drüben, du hast einen guten Kerl. Also deswegen kann ich jetzt zum Beispiel auch nicht verstehen, dass der niemanden findet, der mit ihm die Mannschaft macht beim Simon. Weil ich sag dir ganz ehrlich, wenn du dich nämlich schon prädestinierst praktisch für so ein Team, da bekommst du noch eine krasse Nachwuchswerbung und den Nachwuchs, der fehlt ja in jedem Land fürs Handwerk. Also egal, ob das jetzt Metzger oder irgendwas anderes ist oder Schreiner. Ja, der fehlt ja überall. Und wenn du dich da prädestinieren kannst in der Branche, dass du einer der bist, der, sage ich jetzt einmal, fortschrittlich denkt und dann in so einer Nationalmannschaft mitspielen kann, da kannst du dich doch schon als Ausbilder in dermaßen profilieren, dass das doch, dass eigentlich klar sein muss, dass die Leute bei dir die Ausbildung machen wollen, wenn sie was werden wollen. Ja. Das muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Ja. Also so denke ich, muss das ja laufen. Deswegen, wie schon gesagt, wundert es mich, dass er einfach keine Leute findet. Und die haben ja zum Beispiel auch keinen Unterschied zwischen dem Thekenpersonal. Also wir haben ja praktisch die Fachverkäuferin als eigenen Ausbildungsberuf und auch den Metzger. Ja. Der natürlich auch mit Theke zu tun haben kann, aber das ist zum Beispiel auch für die Australier, wie sie vor kurzem zu Besuch waren, auch so ein riesiges Thema gewesen, weil sie das überhaupt nicht kennen, dass sie extra Counterpersonal praktisch für die Metzgerei ausbilden. Ja, ich finde es total wichtig, weil das ja auch, sage ich jetzt einmal, sich nur in Teilen überschneidet zwischen Produktion, Metzger und auch Verkauf. Ja, darüber könnten wir mal in einer anderen Folge reden, weil ich habe da eine andere Meinung zu, aber jetzt mal zurück nach England. Wir haben festgestellt, es läuft unterschiedlich und nicht so gut in anderen Ländern. Aber wir waren ja dann noch beim Simon in der Metzgerei, ne? Muss man auch noch sagen. Der hat uns ja dann mal mitgenommen. Der hat uns halt einfach seinen neuen Job gezeigt. Genau. Den hat er ja praktisch eher aus der Not heraus, wie meistens die guten Dinge erstehen, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, weil bei ihm beim Hauptgeschäft, wo er normalerweise seine Metzgerei hatte, haben sie ja einfach die Hauptstraße gesperrt. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich kann es teilweise verstehen, weil die Straßen in Großbritannien, die waren ja in einem maroden und desolaten Zustand. Ja. Habe ich schon lang nicht mehr in London, ja, kein Problem, da waren die Straßen schön, aber sobald du ein bisschen außerhalb von London gekommen bist, war es ja wirklich Katastrophe, wie es da ausgeschaut hat. Du konntest ja teilweise nicht einmal mehr die Geschwindigkeits-, also Höchstgrenze erreichen, weil da solche Schlaglöcher und Bodenwellen da drinnen waren, dass dich da richtig, also im Bus haben wir das wirklich krass gemerkt, richtig durch die Gegend geschüttelt hat, ja. Ja. Also das war schon, wo ich sage, ey, sorry, aber da waren in Kroatien schönere Straßen, ne? Und da habe ich nicht so viel erwartet. Da waren in Kroatien wirklich, war super Straßennetz. Ja. Ich bin nochmal zurück zur Metzgerei. Ich habe die auch gesehen, ich fand die echt süß. Ne? Also das war wirklich so eine nette, kleine Metzgerei in so einem vorigen Kuhstall. Man hat noch gesehen, dass es ein Kuhstall war tatsächlich. Ja, und es war ein so futuristisches Konzept halt. Ja. Jeder kann zuschauen, jeder sieht, was wir machen.
In Deutschland wäre das in der Form nicht möglich gewesen, weil wir hatten praktisch keinerlei Hygienebarriere zum Kunden. Also ich gebe euch ein Beispiel, der Hackstock war direkt ohne Grenze an dem Kundenraum angekreuzt. Also da, wo er praktisch gearbeitet hat, war praktisch das frische Fleisch drauf gelegen und der Kunde hätte praktisch auf das Ding direkt drauflangen können. Also der war jetzt wirklich gar nichts dazwischen. Es war direkt im Kundenraum dran gestanden und auch hinten, wo man in die Küche reinging, da war auch nicht irgendwie so eine Scheibe, wie es jetzt bei uns hätte sein müssen, sondern es war einfach komplett offen. Also in unserer Form hätte das nicht, aber der Simon hat uns das natürlich, wir haben das natürlich gleich gefragt, weil wir waren ja alle vom Fach und der hat uns das ziemlich geil erklärt. Der hat gesagt, in Großbritannien ist es ein riesiger Unterschied, ob du frisches Fleisch machst, das danach noch zubereitet wird, oder ob du schon fertig zubereitete Gerichte hast. Da sind die Auflagen viel strenger, weil das wird praktisch nicht mehr durcherhitzt. Aber sobald du praktisch was hast, was noch durcherhitzt werden muss vom Verbraucher, sind die Auflagen sehr, sehr locker, sage ich jetzt einfach mal. Okay. Und das finde ich grundsätzlich eine gute Einstellung. Ich hoffe, dass wir das Argument zum Beispiel auch für die Einführung der Butcher Wars hier in Deutschland bei den Gewerbeaufsichtsämtern als gutes Argument bringen können. Und wenn das dann so der Fall sein wird, dann finde ich das ganz gut. Ja, Butcher Wars ist auch ein Projekt, da können wir auch mal drüber reden, aber wir können mal kurz den Zuschauern erklären, vielleicht in zwei Sätzen, kannst du gerne machen, was es ist, sonst stehen die mitten im Raum und wissen nichts. Ja, Butcher Wars ist ein Format, das praktisch aus dem Meatstock Festival von Australien importiert ist. Meatstock ist eins der größten Barbecue-Festivals oder das größte Barbecue-Festival oder die Festivalreihe in Australien. Da kommen innerhalb von 3 Tagen zwischen 50 und 100.000 Zuschauer. Und da gibt's, das Geile ist, das ist Essen, Musik, Trinken, alles inbegriffen. Also ihr zahlt da kostet das Ticket sau viel. Ich glaube irgendwas so um die 400-500 $. Aber dafür die 3 Tage ist praktisch alles mit drin. Ihr könnt essen, ihr könnt trinken und die Musik also hören, so viel und was geht sozusagen. Also ich stelle mir das richtig krass vor, das ist so ein richtiger, keine Ahnung, so ein 3 Tage anhaltender Gaumenorgasmus, weil da kommen halt die besten Pitmaster der ganzen Welt und in diesem Rahmen von diesem Festival finden eben auch in so einem abgetrennten Zelt die Butcher Wars statt. Müsst ihr euch vorstellen, das sind so relativ kurze Zeitfenster mit 25 Minuten, wo praktisch die Metzger auf die Bühne einmarschieren wie so Gladiatoren und in so Dreier-, Vierer-Runden vor so 200 bis 500 Mann Publikum zum Beispiel ein halbes Lamm thekenfertig zubereiten. Also abgefahren, was die da rausholen in 25 Minuten. Und das hast du jetzt aber ja auch eingeführt, ne, beim Butcher Wolfpack. Ja, habe ich, weil ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ich fand irgendwie unsere Leistungswettbewerbe schon immer ein bisschen komisch, weil wir haben so viel Zeit den Auszubildenden gegeben, dass es echt, weiß ich auch nicht, dass da eigentlich irgendwie nichts rauskommen konnte. Und das ist auch voll anstrengend, dass man da zuschaut und sowas. Deswegen fand ich es einfach wichtig, dass man da eher was Kurzes macht, was vor allem auch den Endverbraucher anspricht, dass man das auch mal auf der Bühne machen kann, weil wenn ich jetzt da sage, ja, also jetzt schaut er dazu und die nächsten 2 Stunden macht er da was, setzt sich ja keine 2 Stunden hin. Ja, eben. Ja, du willst ja, dass da Spannung mit drin ist, dass da moderiert wird, dass da angefeuert wird, dann willst du ja klatschen, da willst du ja einfach was Geiles machen und das ist ja das, worauf es ankommt. Deswegen Butcher Wars in Deutschland wird ganz sicher kommen. Genau, und wir haben das ja auf dem Fleischgipfel da auch gemacht. Dann. Ja, genau, bei unserer Ausscheidung, auch fürs Butcher Wolfpack war ja so, wie schon gesagt, die World Butcher Challenge, die ist ja ein bisschen langgezogener, einfach, aber deswegen, weil man so umfangreich da Sachen zubereiten und vor allem auch von der Menge, ich meine, ihr müsst ja so sehen, wir bearbeiten ja da in diesen 3 bis 3,5 Stunden ungefähr 200 Kilo Fleisch. Genau. Ja, und die sind ja komplett verarbeitet, präsentiert, teilweise schon zubereitet. Und das ist schon ganz schön heftig. Also das kannst du dann in 25 Minuten machen. Ja, und da können wir ja auch gleich mal was sagen. Ne? Pascal hat, also von uns, ne, der gute Pascal, Fleischsommelier und auch Verkäufer, ne, ist auch angetreten als Nicht-Metzger und hat es geschafft. Ne? Ja, er hat es fast verkackt. Er hat es fast verkackt. Am Anfang hat er mal ein wenig seinen inneren Schweinehund überwinden müssen, aber ich habe ihn nicht mitbewertet, aber den anderen ist es auch aufgefallen. Aber trotzdem fair bewertet, obwohl er jetzt von uns kam, ne? Das muss man dazu sagen. Ja, natürlich, wie schon gesagt, fair bewertet. Ich meine, ganz ehrlich,
da gibt's bei uns im Wolfsrudel gibt's da keine, da nimmt keiner Blatt vom Mund. Also da ist, wie schon gesagt, und ich glaube sogar eher, wenn ich ihn bewertet hätte, wäre es nicht so gut ausgegangen für ihn. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil ich bin immer mit mir und meinen eigenen immer am kritischsten. Also das muss ja, man ganz ehrlich sagen. Ja, das weiß ich. Und Pascal, ich weiß ja, dass du unseren Podcast verfolgst. Trotzdem hast du es geschafft. Das ist super. Auch wenn der Dirk hier wieder das ein bisschen schlechter machen will, du bist drin, also. Ich will gar nichts schlechter machen. Also das, wie schon gesagt, Hut ab für die Leistung. Er war besser als der Großteil. Also ja, von daher sonst ist er jetzt im Team. Worden. Ja. Genau. Und von daher, ja, ganz einfach Spitzenleistung. Ja. Und er hat das gut umgesetzt, was ich ihm gezeigt habe. Also von daher. Falls das irgendwer nicht mitbekommen hat, ich glaube, der Livestream war ja auf YouTube und der müsste noch da sein. Ich müsste mal schauen, aber unter dem Reiter Livestreams könnt ihr das wahrscheinlich nochmal mitverfolgen. Wird der gelöscht auf YouTube? Bin mir gar nicht so sicher. Ich weiß nicht, was der Kameramann eingestellt hat, ehrlich gesagt. Der hat es hier über eine externe Plattform laufen lassen und ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich müsste nochmal nachsehen. Ja, dann also schaut einfach rein. Wir schauen mal, dass er online bleibt, der Livestream. War, glaube ich, ganz interessant. War eine tolle Veranstaltung den Vormittag über. Aber wir sind ja eigentlich jetzt in Großbritannien, hätte ich gesagt. Richtig. Aber eins haben wir noch gar nicht erwähnt. Ne? Wir waren in der Brauerei und haben natürlich auch mal das Bier da probiert. Also ich zumindest, so als kleines Bierschleckermäulchen. Und ich kann euch sagen, ich habe mich da durch die Karte durchprobiert. Durch die Karte gleich? Naja. Ich dachte, du trinkst kein Alkohol. Ich habe ja das alkoholfreie Bier probiert und die hatten, glaube ich, nur, die hatten zwei alkoholische, glaube ich. Und ich habe, glaube ich, jedes probiert. Das alkoholfreie, das war überhaupt nicht mein Fall. Nicht, weil es alkoholfrei war, sondern weil es so ein IPA-Style ist und das mag ich nicht. Ey, keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich kann mir gar nichts mehr vorstellen. Ich kann da gar nicht mitreden. Und das, bin die volle Biernull. Und zwischen den, also ja, dann, ich erkläre es jetzt mal für die Bierliebhaber unter uns. Dann gab es noch zwei alkoholische. Das eine war auch so ein IPA-Style. Nee, also das, ich weiß nicht, ich kann mich damit nicht anfreunden. Vielleicht ihr schon. Und das andere war so ein Lagerbier. Das war tatsächlich ganz cool. Das konnte man echt gut trinken. Also kann jetzt mit unserem Bier nicht so mithalten. Aber im Verhältnis dann wieder schon, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja gut, ich nicht. Wie gesagt, ich trinke nur Wasser zurzeit. Also von daher. Ja, wir sind halt in Deutschland sowieso extrem verwirrt. Vor allem in Bayern-Franken sind wir unheimlich verwirrt. Gut, was mit der Brauereidichte, die wir hier haben, also ja, wenn wir da nicht verwirrt sind. Deswegen sage ich, im Verhältnis können, ist es schon sehr gut gewesen. Hopfen eigentlich. Kam ja am nächsten Tag dann auch nochmal auf die Tagesordnung. Das muss man ja auch noch dazu richtig. Sagen. Ja, richtig. Wir sind jetzt ja dann erstmal noch, jetzt kommen wir zurück was zum wir Hotel. Alles erlebt haben eigentlich, ne? Wenn man da nochmal so drüber spricht. Ne? Ja, ich sehe auch gerade, Leute, das tut uns richtig leid. Wir sind schon relativ weit nah an der Stunde dran. Ich glaube wirklich, wir werden die nächsten zwei oder drei Folgen über Großbritannien reden. Das heißt, alles werdet ihr heute nicht mehr erfahren. In dieser Folge. Das tut uns jetzt wirklich leid. Naja, leid tut uns nicht, aber ich meine, ganz ehrlich, wir hoffen einfach, dass ihr dranbleibt. Also leid tun, das ist immer so hart irgendwie, so leid. Wir wollen doch kein Leid verbreiten. Gern, ich hätte schon gern alles in eine Folge gebracht, damit alle. Wenn du immer so langsam redest, musst du halt schnell reden. Ja, könnte ich, aber wenn du nicht immer abschweifen würdest, ne? Ja, natürlich, das stimmt, das ist ein großes Problem von mir, aber. Eben. Aber zurück, also wir sind dann ins Hotel gefahren, das war dann wieder eine Dreiviertelstunde Fahrt. Ja genau, und dann haben wir uns halt abends noch ein wenig in die Bar geguckt, erstmal. Genau, da haben wir uns in die Bar geguckt. Also die war zwar schon geschlossen, aber wir haben halt uns dann einfach selber mal ein Bier gezapft oder so. Ich dachte eigentlich, nee, haben wir? Echt? Ja, ein oder zwei haben dann schon mal selber die Zapfanlage genutzt, weil irgendwie war keine Bedienung mehr da und da mussten wir halt dann einfach mal selber mal ein Bierle zapfen. Ja, aber die Dame in der Rezeption, die war saufreundlich, muss man sagen. Also auch wieder, muss ich jetzt auch wieder dazu sagen, ich meine, kann vielleicht, das letzte Mal, wo ich in London war, das war mit meiner Frau, das ist jetzt aber schon ein paar Jahre her. In London habe ich das nicht so wahrgenommen, aber jetzt halt auch wieder, wo wir jetzt dort waren, unglaublich nette Menschen. Ja. Also wirklich, überall, wo du hingekommen bist, wahnsinnig nett einfach. Also ja, das, so richtig offenherzig. Und die haben sich auch immer entschuldigt für jede Kleinigkeit. Nett. Ich finde, dass sie sich entschuldigt haben, sondern dass sie irgendwie schon. Dass sie einfach total herzlich war das einfach. Ja. Ich habe mich einfach richtig wohl gefühlt, egal ob das jetzt halt an dem Abend beim Simon war, ob wir da jetzt am nächsten Tag beim Bauern waren. Das war eh noch das absolute Highlight der Gastfreundschaft. Auch am Montag am Schlachthof oder egal, wo wir hingekommen sind, selbst beim Abflug in dem Flughafenrestaurant war es auch noch total nett. Also
hat mir wirklich, also unglaublich, ja, wie nett die Menschen da waren. Ja. Oh, da kommt noch einiges auf unsere Zuhörer zu. Ey. Das ist schon noch ein ganz schönes Programm, was wir da haben. Ja. Ja. Aber also im Hotel angekommen, wir waren ja schon ziemlich fertig, aber trotzdem waren wir noch in der Bar, haben ein paar Bier getrunken. Ne? Also, ja. Vor allem auch wieder danke an Tim, der ist ja wirklich stark dabei gewesen auch. Der hat ja halt so ein krasses Programm, aber der ist auch noch ziemlich hart drauf, ne? Das muss man sagen. Ja, der zieht durch. Der zieht durch, ja. Der zieht einfach durch, richtiger Ehren-Tim, ne? Ja, vielleicht auch nochmal Entschuldigung an der Stelle ans Hotel, weil ich glaube, das eine Bein der Couch war irgendwie schon angeschlagen und der Matthias ist ja unser 120-Kilo-Bulle, unser Zuchtbulle, und der hat sich ja da irgendwie auf die Couch gesetzt und dann hat das eine Bein irgendwie Grätsche gemacht. Danach durfte sich dann niemand mehr auf die Couch setzen, weil das dann irgendwie wieder reingeklopft hat. Aber ja, ansonsten, wir sind ja am nächsten Tag dann abgereist in der Früh. Aber war schon ein ganz cooler Abend. Wir haben uns noch ein bisschen unterhalten, aber eigentlich waren wir alle so platt. Wir waren echt so durch. Ja. Viel ist dann nicht mehr gegangen. Ja, ich denke, wir können noch bei dem Tag noch bleiben, weil wir haben noch 5 Minuten, ist die Stunde wieder voll tatsächlich. Was mir dann aufgefallen ist auf dem Zimmer, da hatten wir ein ganz, ganz, ganz großes Problem, weil das von uns irgendwie nicht viele bedacht haben. Steckdosen. Oh ja, das haben wir alles gemerkt. Ich habe ja noch in Erinnerung gehabt, dass unsere Stecker einfach in diese Steckdosen reingegangen sind. In Frankreich ist es nämlich so, weil ich war mit dir in Frankreich unterwegs und sogar auf dem Land, wo wir da waren, in Südfrankreich, ich war jetzt zweimal mit dir in Frankreich, ja, und überall, wo wir waren, hat es genauso geklappt. Da waren quasi Universalsteckdosen. In England nicht. Und also denkt dran, wenn ihr nach England fliegt, braucht ihr einen Adapter, weil sonst habt ihr keine Chancen, den Stecker in die Dose zu bekommen, weil unsere Nasen sind praktisch zu eng zusammen und ihr bekommt den nicht da rein. Also den könnt ihr reinhämmern, aber dann verbiegt er euer, entweder es bricht die Steckdose oder ihr verbiegt eure Nasen dann und das Ding geht gar nicht mehr rein. Das war ein ziemlich großes Problem. Also wir haben dann am nächsten Tag gleich versucht, dann nochmal irgendwie Adapter herzubekommen. Nee, vor allem ich war halt richtig panisch. Und vor allem wisst ihr, wie beschissen es ist, in England Adapter für Deutsch auf Englisch zu bekommen. Also kann ich euch gleich sagen, könnt ihr so gut wie vergessen. Also da müsst ihr schon in ein richtiges Fachgeschäft gehen, das wir erst nach dem dritten oder vierten Anlauf gefunden haben. Aber so im normalen Supermarkt gibt es sowas auf jeden Fall nicht. Ja, also wenn ihr nach England reist, kauft euch das Ding vorher. Was auch noch lustig war, wir waren ja noch dort, das fällt mir auch gerade ein, in dem Hotel. Es war irgendwie so ein Spukschloss, glaube ich. Auf jeden Fall, die Tür vom Fabi hat ja nicht mehr geschlossen. Das war ja saulustig. Die Fabi haben ja noch angerufen, ne, die haben angerufen und haben gesagt, ja, den Herrn Fabi, einen Schüttler und bla bla bla. Habe ich gesagt, ja, Tim, also klär das mal mit denen, die wollen irgendwas, keine Ahnung. Er hat gesagt, es ging um die Bezahlung, aber es ging nicht um die Bezahlung, sondern es ging darum, der Fabi war in seinem Zimmer, dann ist die Tür zugefallen. Und dann ist er nicht mehr rausgekommen. Der war dann in seinem Zimmer drinnen und hat die Tür nochmal aufbekommen. Da ist wahrscheinlich irgendwas im Türschloss, im Mechanismus kaputt gegangen. Dann war er erstmal drinnen. Der Jürgen war neben ihm im Zimmer und da war eine Verbindungstür zu dem Zimmer. Ah, okay. Er ist dann praktisch, also die haben auch von außen die Tür nochmal aufbekommen. Ach du Scheiße. Die haben ihn dann in Anführungszeichen dann retten müssen durchs Zimmer vom Jürgen. Und die haben gesagt, sie reparieren das dann bis abends, aber die haben dann gemerkt, sie bekommen es nicht hin, das zu reparieren. Und deswegen haben sie angerufen und haben dann gefragt, ob das in Ordnung wäre, wenn der Fabi praktisch rein und raus durch Jürgens Zimmer geht. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ja, ist in Ordnung, machen wir so. Und dann war das am Abend halt geklärt. In der Früh, keine Ahnung, war der Jürgen dann in der Dusche und der Fabi ist raus und dann hat der Jürgen dann gar nicht gemerkt, dass er draußen war. Also, war gar nicht so schlimm, sozusagen. Ja. Aber wie schon gesagt, ich stelle mir gerade den Fabi vor, wie er im Zimmer drinnen ist und an der Tür rüttelt. Was ist jetzt da los? Lass mich hier raus. Und dann ruft er unten an. Und der Fabi kann Englisch, nicht so flüssig, aber er kann Englisch. Und dann ruft er unten an Rezeption an und hier, weißt du, rescue me und so. Also, keine Ahnung. Also ist mir auch noch nicht passiert, dass man nicht mehr aus dem Zimmer rauskommt. Ich meine, wenn so alles in Ordnung ist, ja alles cool, aber wenn es da brennt, dann kannst du aus dem Fenster springen, ey. Ja. Das ist nicht so geil. Ja, gut, das war nicht so hoch, es wäre jetzt nur der erste Stock gewesen, aber... Ja gut, ja. Aber gleich am ersten Tag so viel Unglück, weil ich noch sagen wollte, ich war ja auch saupanisch, weil wie soll ich Akkus aufladen, wenn ich das nicht
einstecken. Ja, vor allem, du hast ja am ersten Abend schon, hast ja schon die Muffe gekriegt, obwohl da deine Akkus noch voll waren, ne? Nee, das stimmt nicht. Ja, stimmt, der eine Akku war noch, aber wir haben ja dann auch im Überbrückung. Ich habe so klug wie ich bin, habe ich ja 3 Kameras dabei gehabt, ne? Also, das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. Und alle Akkus waren natürlich aufgeladen und ich habe mir natürlich die wichtigste Kamera für die Lämmer aufgehoben. Aber trotzdem musste ich halt irgendwie auch mein Smartphone und so laden. Da hatte ich dann Glück, dass ich noch an eine Powerbank gedacht habe vorher. Du Fuchs, du. Das Powerbank-Fuchs. Das hat mir echt den Arsch gerettet. Ja, ja, krass, krass. Ja, aber was willst du machen? Also, hat er alles ziemlich gut hinkaut und wie schon gesagt, wir haben 100 GB Material für unsere LAM-Videos und genau. Da, ich habe ja noch voll Schiss gehabt, dass ich es verkackt habe mit der Drohne, ey. Ich sag's dir. Ja, ich habe es angeguckt, es ist alles gut. Es ist ja, alles gut. Ich habe echt gedacht, ich habe es verkackt, weil ich konnte mir die Dinger ja nicht anschauen. Ich habe keine Ahnung, warum nicht. Normal muss das eigentlich gehen, aber ich war, glaube ich, irgendwie nicht in der Lage dazu. Ja, aber das können wir dann auch bei der nächsten oder übernächsten Folge besprechen, weil wir haben jetzt die Stunde voll, Leute. Also, England scheint doch mehr Zeit zu fressen als ursprünglich gedacht. Ich dachte wirklich, wir schaffen es in einer Folge, aber wir haben Tag 1 erstmal geschafft. Ja, genau. Tag 1, England ist vorbei. Wir liegen jetzt gerade im Bett, schlummern schön. Es geht dann bald in der nächsten Folge dann mit dem English Breakfast weiter. Ja, genau. Da kommen wir mal weiter. Der wird auch ganz gut. Schauen wir mal, was da auf euch zukommt. Ich danke euch jetzt auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Hat wieder ultra Spaß gemacht. Danke dir, Ercan. Ich danke dir auch. Und verpasst auf jeden Fall nicht die nächste Folge. Da geht es dann weiter mit English Breakfast und einem richtig hammermäßigen Real Estate sozusagen. Ja, und nochmal vielen Dank an Royal Meat natürlich. Also, ja, danke Royal Meat, euch. Richtig geile Qualität und vielen Dank für diesen Einblick auch. Und auch den Rückhalt in der Mannschaft. Nochmal herzlichen Dank für die grünen Karten, die ihr alle gehoben habt. In diesem Sinne, schönen Abend oder schönen Tag, je nachdem, wann ihr den hört. Und bis zum nächsten Mal. Servus. Servus, Dirk.